Wir Deutschen sind echte Aktienmuffel und nur die wenigsten besitzen überhaupt welche. Sieben Gründe, warum du in deinen 20ern in Aktien investieren solltest, erfährst du im heutigen Video. Bleib dran! Wenn ich mit Freunden in meinem Alter über Aktien spreche, bekomme ich Sätze zu hören wie Aktien? Nie und nimmer, da verliert man doch nur sein Geld. Oder? Das ist doch nur was für Zocker und Reiche. Ich habe doch gar kein Geld, um was anzulegen. In diesem Video verrate ich dir sieben Gründe, warum du dich trotzdem in deinen 20ern mit dem Thema Aktien beschäftigen solltest. Wir starten mit Punkt Nummer 7. Aktien bieten langfristig die besten Renditen aller Anlageklassen. Nur ein kleiner Bruchteil der Menschen in Deutschland partizipiert am Vermögensaufbau durch Aktien. Genauer gesagt ermittelte das Deutsche Aktieninstitut 2019 eine Aktionärsquote von 15,2%. Das entspricht knapp jedem siebten Bundesbürger über 14 Jahren. Und das, obwohl Aktien langfristig deutlich bessere Renditen liefern als Anleihen, Gold oder das gute alte Sparbuch. Hier in der Grafik siehst du, wie viel aus einem Dollar von 1802 bis 2012 in den verschiedenen Anlageformen geworden wäre. Mit einem Goldinvestment wärst du bei $4,52 gelandet, mit Anleihen bei $1,778 und mit Aktien kamst du auf stolze $704,997. Zwar weisen Aktien im Vergleich zu Anleihen deutlich höhere Schwankungen und damit auch mehr kurzfristige Unsicherheiten aus, wer jedoch Ruhe bewahrt und in Krisenzeiten nicht in Panik verfällt, wird bei Aktien langfristig mit deutlich höheren Gewinnen belohnt. Gerade wenn du in deinen 20ern bist und Geld für die Altersvorsorge ansparen möchtest, dann ist es für dich gut machbar, kurzfristige Krisen auszusitzen. Und apropos höhere Gewinne, wie sieht es denn auf deinem Sparbuch aktuell aus? Was bekommst du da? Das führt uns zu Punkt Nummer 6. Wir sind in einer Niedrigzinsphase, die höchstwahrscheinlich noch eine ganze Weile andauern wird. Und deshalb lass doch die anderen über niedrige Zinsen auf dem Sparbuch meckern. Zurzeit liegt der Leitzins der Europäischen Zentralbank bei 0%. Der Zins, zu dem Banken Geld bei der EZB parken können, liegt sogar bei minus 0,5%. Und eben danach richtet sich die Verzinsung der Tagesgeldkonten, der Girokonten und der Anleihen. Alle meckern, nirgendwo kann ich mein Geld anlegen, die Bank zahlt einem ja nichts mehr. Richtig, höchste Zeit, selbst aktiv zu werden. Gerade in einer Phase mit solch niedrigen Zinsen wie momentan sind Aktien die einzige vernünftige Alternative. Was noch erschreckend hinzukommt, du erhältst nicht nur keine Zinsen auf der Bank, sondern du verbrennst jedes Jahr ca. 2% deines Ersparten, was uns zu Punkt Nummer 5 bringt. Die Inflation. Wir Deutschen fürchten die Inflation. Unsere Großeltern oder Urgroßeltern haben es vermutlich erlebt. 1923 stieg der Preis eines Brotlaibs in einem halben Jahr von 474 Mark auf 5,6 Milliarden Mark an. Das lässt uns erzittern, wenn wir von der Inflation hören. Du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, als eine Kugel Eis noch 50 Cent gekostet hat. Und heute kostet sie eben 1 Euro. Und genau das ist die Inflation. Und genau dafür habe ich einen Ausweg für dich. Inflation bedeutet nichts anderes als die Preissteigerung. Und wer steigert die Preise? Ja genau, die Unternehmen. Damit kommen sie für steigende Rohstoffe und Lohnkosten auf. Die Unternehmen verdienen also nach wie vor ihr Geld und agieren unabhängig von der Inflation. Kauf also Aktien und die Inflation kann dir herzlich egal sein. Aus diesem Grund sind Aktien auf lange Sicht meiner Meinung nach deutlich sicherer als Bargeld, Sparbuch oder dein Tagesgeldkonto. Denn sie erwirtschaften mit realen Menschen reale Gewinne, was uns zu Punkt Nummer 4 bringt. Je früher du anfängst, desto schneller wirkt der Zinseszinseffekt. Als Aktionär profitierst du nicht nur vom Kursgewinn einer Aktie, du hast auch ein Recht auf einen Teil der Gewinnausschüttungen, die Dividende genannt werden. Viele Unternehmen steigern jährlich ihren Gewinn und somit die Dividende. Nehmen wir das Beispiel des Unternehmens Johnson & Johnson aus den USA. Sie stellen bekannte Produkte her, die du in der Drogerie oder im Supermarkt findest und sie erhöhten 57 Jahre in Folge ihre Dividende. Über solche Qualitätsunternehmen kannst du dir über die Zeit ein tolles passives Einkommen aufbauen. Und je früher du mit dem Investieren startest, desto früher kommen durch den Zinseszinseffekt große Beträge zusammen. Nehmen wir das Beispiel von Peter. Er startet mit 30 Jahren am Aktienmarkt und investiert 2000 Euro als Einmalanlage und spart zudem monatlich 25 Euro in einen Sparplan. Dabei wählt er einen ETF auf den Aktienindex MSCI World aus, der historisch gesehen 7% jährliche Rendite erwirtschaftet hat. Peter möchte mit 60 Jahren in Rente gehen und dann das Geld entnehmen, also das Geld 30 Jahre anlegen.
Simon dagegen startet im Alter von 20 Jahren mit der Geldanlage am Aktienmarkt. Er investiert ebenso wie Peter einmalig 2000 Euro und über einen Sparplan monatlich 25 Euro in einen MSCI World ETF. Auch Simon möchte mit 60 in Rente und sich sein Geld auszahlen lassen. Während Peter 11.000 Euro investiert hat und sein ETF 35.900 Euro an Gewinn erwirtschaftet hat, steht Simon mit 14.000 Euro investiertem Kapital bei einem Gewinn von satten 84.600 Euro. Er hat also mit 3.000 Euro mehr an investiertem Geld 48.700 Euro mehr Gewinn gemacht. Und das alles, weil er einfach früher mit dem Investieren begonnen hat. Das klingt alles schön und gut, aber ist Investieren nicht viel zu komplex? Hier kommen wir zu Punkt Nummer 3. Aktien kaufen ist einfach. Viel einfacher als du denkst. Eine Geldanlage in Aktien ist recht einfach. Wenn du Aktien erwerben möchtest, benötigst du zunächst ein Aktiendepot. Dies kannst du sehr einfach über einen Online-Broker eröffnen. Wie eine Depoteröffnung funktioniert, habe ich bereits in zwei meiner Videos gezeigt. Beide Videos verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Wie einfach du einen Sparplan beispielsweise auf einen MSCI World ETF erstellen kannst, zeige ich dir anhand meines Depots bei Trade Republic. Ich befinde mich jetzt auf meinem Trade Republic Depot und wähle die Sparplanansicht aus. Dann gehe ich auf Sparplan erstellen und wähle den MSCI World aus. Mit dem grünen Button bestätige ich diesen ETF, der in die nach Börsenwert größten 1600 Unternehmen der Industrienation investiert. Das sind zum Beispiel Unternehmen wie Apple, Amazon oder Facebook. Ich möchte monatlich investieren und diese Ausführung immer Mitte des Monats machen. Als Betrag wähle ich 25 Euro, danach bestätige ich das Ganze und habe meinen Sparplan somit erstellt. Im Order Manager sehe ich dann, wenn mein Sparplan das nächste Mal ausgeführt wird. Du siehst also, eine Aktienanlage ist nicht nur etwas für Reiche. Wer nicht über besonders viel Geld verfügt, der kann schon mit 25 Euro im Monat starten, was uns zu Punkt Nummer 2 bringt. Du musst für den Start nicht viel Geld haben. Wie schon gesagt, beginnen kannst du bereits mit 25 Euro im Monat. Die meisten Leute geben in ihren 20ern mehr für ihren Handyvertrag aus als eben diese 25 Euro. Wer auf breit gestreute Aktienindizes wie den MSCI World setzt und das Geld für mindestens 15 Jahre anlegt, kann sicher sein, keine Verluste zu machen. Selbst wenn er zu Rekordpreisen einkauft. Denn so zeigt es uns die Historie. Um ungünstige Zeitpunkte zu vermeiden und auch kleine Beträge in Aktien stecken zu können, empfiehlt sich, wie schon angesprochen, das monatliche Sparen über einen Sparplan, am besten bei einem günstigen Online-Broker wie beispielsweise Trade Republic, dem Smart Broker oder der Consorsbank, die ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken werde. Gerade in der aktuell turbulenten Zeit ist der Aktienmarkt eine Achterbahnfahrt der Gefühle, was uns zu Punkt Nummer 1 bringt. Je früher du anfängst, desto mehr Erfahrungen sammelst du, die dich für die zukünftigen Krisen abhärten. Bei der Geldanlage ist es wie beim Muskelaufbau. Es passiert nichts von heute auf morgen und investieren am Aktienmarkt tut auch manchmal weh. Insbesondere, wenn du rote Zahlen in deinem Depot siehst. Aus diesem Grund ist es besser, früh damit zu beginnen und sich psychologisch abzuhärten. Am besten schon in deinen 20ern. Denn je mehr du die Schwankungen am Aktienmarkt gewohnt bist, desto schwerer lässt du dich zukünftig von kurzfristigen Verlusten erschüttern. Und zukünftig bedeutet auch, wenn du tendenziell mehr Kohle zur Verfügung hast. Denn es tut mehr weh, dein Depot in deinen 40ern von 100.000 Euro auf 70.000 Euro fallen zu sehen, wie wenn es in deinen 20ern von 1.000 Euro auf 700 Euro fällt. Kurzum, du machst die Erfahrungen der Auf und Abs an der Börse und hast natürlich im Hinterkopf, dass der Aktienmarkt langfristig steigt. Und jetzt bist du dran. Schreib mir gerne deine Fragen oder Videoideen unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann spreng den Like-Button und abonniere diesen Kanal für mehr Tipps und Tricks rund um deine Finanzen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis nächste Woche. Ciao.